Nochmal. Und damit herzlich willkommen in Part Nummer 2 bei Slendy Toppies. So, mit Tinky Winky, Dipsy, Lalapo und Nono und Sonnect Gaming HD. Ja. So, und wir haben versprochen, dass wir hier jetzt in Dämmerung spielen. Heute kommt auch noch ein Video hoch, da stelle ich euch das mit den 3D vor. Ist auch das hier. Nur da braucht man eine Brille. Ich stelle es euch nur vor, ohne Brille ist das nicht spielbar. Aber vorstellen wenigstens, ne? So, und Multiplayer ist auch so gut wie gesichert. Ihr werdet ja dann sehen, wenn es dann oben ist, ist es oben. Und ich denke mal, dass derjenige, der XXXPCfreak XXX, dann auch ein Video von seiner Seite hochlädt, wie er gespielt hat. Ne? Das kriegen wir dann hin. Und ja, wenn er Zeit hat, dann geht es auch los. Aber wir spielen jetzt erstmal hier Dämmerung. Und also am, wo wir Tag gespielt haben. Ach du Scheiße, wie sieht das denn hier aus? Wannabe! So. OMG. Ich drück E. Dämmerung. Schön. Dann wollen wir uns halt mal spielen mit Dämmerung. Oh Gott. Das ist ja eine eklige Farbe. Wie lange überleben wir? Also, oh Gott. Hilfe. Wabasabiti. Man erschreckt aber immer wieder. Das ist gar nicht so toll. Man erschreckt wirklich immer wieder. Ich werde mich nie dran gewöhnen. Und ich weiß es auch jetzt nicht wirklich mehr, wo die Torten lagen. Weil gerade jetzt in der Dämmerung sieht alles ein wenig anders aus. Auch nur ein wenig. Die Map sieht, wird gleich sein. Ja, hier ist das Wasser. Lass mich raten, dort liegt der Lala. Ja, du stehst auf. Ich guck gar nicht nach hinten. Ich traue mich nicht. Und wo ich mir das Video angeguckt habe, um zu gucken, ob alles okay ist mit der Lautstärke und so, sind wir an einer Höhle vorbeigelaufen. Na? Da gehe ich jetzt aber hin. Gut, nichts, überhaupt nichts. Schön, wenn keiner uns hinterherläuft. Lieber nicht zu laut sagen, ne? Ach so, und man kann auch sprinten. Ich weiß nur nicht wie. Oder besser gesagt, wo gerade. Das ist hier eine ganz komische Einstellungssache. Tab. Ah ja, Tab. Tab ist Rennen. Das haben wir jetzt schon mal rausgekriegt. Man kann auch die Karte aufrufen. Aber wo? Weiß ich nicht. So, also Tab ist Rennen. Also Großtaste. Das ist schon gut zu wissen. Dann hätten wir vielleicht auch entkommen können das eine Mal. Aber jetzt bin ich an der Höhle vorbeigelaufen. Warte! Alter, das ist neu! Oh! Vorher, Junge! Vorher der Nacht! Erschreckt mich nicht so! Alter! Es verfolgt uns aber keiner. Das... Ich sag es lieber nicht voraus. Ich hab da gerade was schleichen hören. Ich weiß nicht, ob es wieder meine Katze war. So, das Haus habe ich immer noch nicht gefunden. Vielleicht finden wir es irgendwann mal. Denn ich vermute, dass da eventuell... ja, vielleicht in Totschen ist oder so. Wo laufen wir lang?
Ja. Ist wieder schwer hier rauszukommen. Wupp, wupp, da wollte ich nicht lang. Entschuldigung. So. Wir haben bis jetzt noch kein einziges gefunden. Doch eins haben wir gefunden. Ein einziges von 10. Ich will, wie gesagt, erstmal hier so den Rand ablaufen. Um die Hoffnung, jetzt was hier zu finden, erst einmal. Weil noch verfolgt uns auch keiner. Ne? Also jetzt, es geht auch noch ohne Taschenlampe. Aber ich sag mal, es ist bequemer. Es ist recht ruhig. Also im ersten Part ging es ja schon richtig hart zur Sache, ne? Da ging es ja schon richtig, richtig los. Sag mal, wo ist denn hier überhaupt irgendwas? Also die Bäume zählen nicht mit. Weil es ja jetzt schon der zweite Baum, der umgeknickt ist. Ich denke mal, nachts würde man das Haus schneller finden. Von den Teletubbies. Ich weiß auch immer noch nicht, wer der Lesben-Teletubby war. War das der Lilane? Ich weiß es immer noch nicht. Also wer der Gelbe und der Rote ist, weiß ich. Aber wer war der Grüne? Ich glaube, der Lilane war der Lesbe, gell? Also schon alleine in den Teletubbies eine Lesbe mit rein zu tun, ne? Das ist schon der Oberhärte. Ja, du fall um. Das ist ja schon extrem. Bah! Du Vogeljunge! Alter! Lass es doch mal bleiben. Wir haben bis jetzt immer nur noch eine Torte, ein Pudding gefunden. Ein Taffy-Pudding. Was geht? Wir müssen ein bisschen... Na gut, die sieht man jetzt nicht mehr so vom Weiden. Na? Wir laufen mal hier den Weg entlang. Da ist schon der zweite. Taffy-Pudding, Taffy-Pudding! Wow. Wow. Ich wollte an den Weg lang laufen. Das ist der Weg. Hier ist der Weg. Wenn man das Weg nennen kann hier, ja, ist ein Weg gut. Ich denke mal, wenn ich am Weg lang laufe, ist es schön. Nein, beim Multiplayer werden wir das dann so machen, dass ich einmal hier der Slender bin. Da suche ich dann den PC-Freak und einmal sucht er mich zum Beispiel. Ich muss aber erstmal gucken, wie das funktioniert. Vielleicht wisst ihr da draußen, dann muss ich nicht lange nachgucken oder beziehungsweise überlegen. Geht irgendwie mit der IP-Adresse, denk irgendwie. Soweit habe ich mich schon informiert. Aber wie? Aber bin ich selber gespannt. Da muss ich noch richtig mich erkundig machen. So, und einmal... Wir zwei, ja. Muss aber jeder den Taffy-Pudding finden. Am besten arbeitet da zusammen. Aber es macht Spaß. Als Multiplayer. Also, ja. So, also bis jetzt habe ich, bis jetzt geht's noch. Ich habe mich jetzt, ja, groß noch nicht erschrocken. Nein, nur nicht. Aber es geht noch. Es ist noch im Rahmen. Irgendwann brauche ich einen Herzschrittmacher. Oh Gott, gar nicht vorzustellen. Es ist recht ruhig, es läuft mir keiner hinterher. Trotz zwei Pudding, wollte ich sagen, und dann blinkt das auf. Naja. Es ist sehr ruhig. Ich bin aber auch mal ein wenig ruhig. Genieß die Landschaft hier. Psst.
die Tali-Pudding schwerer zu finden. Ich suche die Höhle. Da haben wir dann nämlich schon drei. Wir haben es viel. 4:06 Uhr. Also etwas später wie bei der ersten Folge. Da ist die Höhle. Da sind ja.